Und so startete ich in ein neues Abenteuer, in mein Abenteuer Indien. Ich werde knappe 4 Monate hier im Land verbringen, im Westteil Indiens, im Bundesstaat Gujarat, in der Stadt Vadodara, oder zumindest dachte ich, dass die Stadt so heißt. Ich wurde jedoch direkt am Flughafen in Delhi aufgeklärt, dass es Vadodara ausgesprochen wird. Ich werde unterstützt vom Rotary Club Berlin Gendarmenmarkt, ein Individual NGSE in Indien machen. Das ist die Abkürzung für einen individuellen New Generation Service Exchange. Das Ganze ist ein Austauschprogramm, ein Kurzzeitaustausch, der es jungen Erwachsenen ermöglicht, nach dem Abitur, in den Semesterferien oder auch während der Ausbildung und des Berufs in ein anderes Land zu reisen und dort Einblicke in die Berufswelt zu bekommen. Es geht also darum, zum einen das Land kennenzulernen, Traditionen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, aber auch eben die Berufswelt dieses Landes zu erkunden. Nach einem sehr langen Flug von Berlin nach Wien und von Wien nach Delhi, wo ich außerdem noch über 10 Stunden Zeit am Flughafen totschlagen musste, erreichte ich dann am nächsten Abend mein Endziel. Ich werde meine Zeit hier in Indien mit der Kamera begleiten. Vor allen Dingen wird es viele persönliche Einblicke geben in meinen Austausch. Ich werde aber auch ein paar offizielle Events von Rotary und Rotaract mit der Kamera festhalten. Also schaut vorbei auf unseren Kanälen, um nichts zu verpassen und ein bisschen indisches Lebensgefühl in Deutschland zu erleben.